Ich übernehme insofern die Verantwortung, als ich für die Aufarbeitung hier gerade stehe. Ein massiver Polizeiskandal rund um die Aufklärung des jahrelangen Kindesmissbrauchs in Elbringsen deutet sich an. Aus einem Ermittlungsraum der Kreispolizeibehörde in Detmold sind 155 CDs und DVDs mit Beweismaterial verschwunden. Am Freitagnachmittag hat Landrat und oberster Polizeichef Dr. Axel Lehmann Stellung bezogen. Aufgrund des nicht akzeptablen Informationsflusses von der Direktion K zur Behördenleitung habe ich eine personelle Konsequenz heute gezogen. Der Leiter der Direktion Kriminalität wurde von mir heute von der weiteren Wahrnehmung seiner Aufgabe entbunden. Dass gravierende Fehler gemacht worden sind, ist unstreitig. Welche Fehler das im Einzelnen sind, werden wir in Zusammenarbeit mit den Vertretern des LKA rückhaltlos und komplett aufklären. Bereits am Mittag hatte sich NRW-Innenminister Herbert Reul im Landtag geäußert. Er schließe nichts mehr aus und mache den Fall zu seinem persönlichen Projekt. Zudem sagte Reul, man werde auch Gerüchten nachgehen, ob möglicherweise Polizisten mit den mutmaßlichen Tätern unter einer Decke stecken könnten. Die Detmolder Staatsanwaltschaft ermittelt bislang nicht strafrechtlich im Fall der verschwundenen Beweismittel. Oberstaatsanwalt Ralf Vetter hatte erst vor anderthalb Wochen vom Verschwinden der Datenträger erfahren. Solche Sachen passieren tatsächlich nicht extrem selten, das passiert immer wieder. In aller Regel tauchen die Gegenstände dann auch wieder auf. Also in diesem Fall kann man nun nicht mehr von einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit sprechen, dass die Asservate wieder auftauchen, weil man natürlich schon an vielen Stellen, wo sie hätten liegen können, gesucht hat. Was man natürlich aber auch bedenken muss, ist, dass sich auf den CDs natürlich auch Beweismittel befunden haben können, die weitere bislang unbekannte Taten zeigen.